Slabs haben wir auch noch. Guck mal, passt doch alles. Hier kann, ja, hier sieht das sogar gar nicht mal so scheiße aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie Grunzel reagiert, wenn ich jetzt ihm hier sein Territorium... Aber das sollte ihn eigentlich nicht stören. Kommt man hier rein und hat wenigstens so ein bisschen Akzent links und rechts. Was ist denn... wieso ist denn... Hallo? Wieso... Hallo? Ne, das machen wir aber... Ne, das machen wir aber anders. Das geht aber so nicht. Ich dachte, ich muss da jetzt einen Slap dranhauen. Gut, dann mache ich es halt nicht. Ist in Ordnung. Grunzel, ich geh pennen. Kommst du mit? Nee, Grunzel schläft draußen. Alles klar, würde ich auch. Mir ist eh zu warm. Gute Nacht. Nee. Nee, Mutti, noch 5 Minuten. Ja, was? Wie Sonntag. Alles klar. Let's go. Ach, guck mal, da kommt sogar Grunzel wieder vor Freude rein. Ist doch schön. Und die Sonne strahlt uns ins Gesicht. Die Schatten werfen Licht. Nein, andersrum. Das Licht wirft Schatten. Glaube ich. Die Sonne wirft Schatten? Egal. Also eigentlich wirft die Sonne gar nichts, weil er hat ja keine Hände. So. Ich will es einmal ausprobieren, warte. Das da mit... Vielleicht spielt das eine Rolle, wie ich den Block, ob ich den Block nochmal zerklein haue oder nicht. Warte, jetzt bin ich gespannt. Warte. Jetzt geht's los. Draufhauen. Was? Ach nee, das geht ja. Ah, das geht ja nicht. Warte, machen wir das anders. Warte. Dann machen wir es einfach so. Genau, dann machen wir es so. Dann kann er jetzt nämlich auf Feuer drauf. Feuer. Stein. So. Ich bin gespannt. Oh, so kann man voll die geilen Lagerfeuer machen. Oh. Okay, der Stein verbrennt nicht, aber das Feuer geht aus. Okay, warte, ich würde mal eben... Nee, das ist schon... Nee, ist schon richtig so, dass das 2 hoch ist. Dann sieht man auch so ein bisschen den Rauch aufsteigen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja. Ja. Aber ob der Kamin hier vielleicht nicht ein bisschen... Weil, jetzt mal angenommen, ich sage... Zack, 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 weil wegen hier und so. Sehe das dann jetzt besser aus? Weil dann könnte ich ihn ja auf... Oh. Dann könnte ich ihn auf dieser Seite auch so machen. Oh, der Hammer ist durch. Der Hammer ist durch! Das ist ja wohl der Hammer. Hier würde ich es aber so lassen. Weißt du was, dann lassen wir den einfach so. So wirkt er nicht so ganz so unnatürlich, finde ich. Und oben wird er halt ein bisschen schmaler. Ich meine, ist das doch geil. Haben wir hier einen Architekten? Ich bitte dich. Folgen zu Mittelalterzeiten. Ein Architekten. Ja, guten Tag, ich bin der Professor Dr. Schniedelwutz. Ich muss mal ihr Haus durchsuchen. Weil ich bin Kamininingenieur. Ich guck danach, das ist wichtig. Und so, das muss alles. Ja, Günther, nee, Gustav, nee, wie hieß er? Wie hieß er denn jetzt? Gustav, Günther? Günther, alles klar. Gustav, Gustav. Wie komme ich denn jetzt auf Gustav, sag mal? So, warum ich jetzt hier das Zuckerrohr ernte, weiß ich auch nicht. Frag mich nicht. Frag meinen Architekten, der weiß das. Das ist sowas wie mein Anwalt. Nur, der ist für mich da, wenn ich nicht für ihn da bin. Verstehst du? Weil einer muss ja da sein. Ne? Macht Sinn, oder? Ja, genau. Sehe ich auch so. So, haben wir jetzt hier noch Zuckerrohr? Nee. 22 ist aber magere Ausbeute. Mensch, Günther, du sollst um das Welt kümmern hier. Schütteln kannst du dir auf Wandern ein. Ach ja, stimmt. Man muss ja jetzt nicht mehr rechtsklick... ja, rechtsklick, lol. Linksklick machen. Also, was heißt nicht mehr? Wir sind ja eigentlich eine Version drunter in Minecraft, ne? Was die aktuellen Versionen angehen, aber... Egal. Sagt nach sich. Das hat die alle auch gesagt, als sie mich verlassen hat. Ja, das ist 88, du bist es, also tschüss. Ja, war die Welt noch in Ordnung. Ja. Oh, aber wir haben eine gute Weizen... Ich sag jetzt ausnahmsweise Weizenausbeute.
mag ich. Was ist das denn? Wiesenfuchsschwanz. Alter. Ist das eine Anmache? Fuchsschwanz. Das gebe ich dem Fox. Verstehst du? Fox, Fuchs. Das ist. Die sind aber von Minecraft, ne? Nee, Goldgute. Okay. Ich weiß auch nicht, was das hier. Autensie, glaube ich, soll das heißen. Willst du rein? Ich meine, du kannst jederzeit, ne? Ja, komm, wir gehen gemeinsam. Komm, hast du recht. Ich, Runzel, du sollst nicht aufs Dach. Aus. Oh, oh. Nein. Oh, danke, jetzt habe ich meine Hauswand kaputt gemacht. Du schläfst heute draußen. Ach ne, der kann ja jederzeit, ne? Ja, ja, ja. Warum habe ich jetzt schon wieder so einen Fuchsschwanz? Boah, ich bin so schwanzgeil, ne? Alle schenken mir ihre Schwänze. Tja, selber schuld. Steckst du mit dem, kannst du mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ich weiß nicht, was das hier... Man könnte hier oben Truhen hinmachen, aber... Ganz ehrlich, Truhen... Wir haben 9... Wie viele Etagen haben wir da jetzt ausgehoben für das Lager? Ich weiß nicht mehr, ob da das Lager hin soll, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich nicht mehr, ob da das Lager überhaupt hin soll. Warum haben die Treppen... Warum haben die Treppen... Hallo? Wieso haben die Treppen... Keine Dingenstexturen? Die sollten eigentlich so 3D-mäßig sein. Wird das in der 1.7 nicht unterstützt? Die haben auch an sich die Textur nicht geändert. Ach so, weil ich die nicht... Ja, logisch, weil ich die nicht... Ja, ja, nee, weil ich dumm bin. Weil ich was vergessen habe, fällt mir gerade ein. Ja, ja, egal, mache ich dann zum nächsten Mal. Ist jetzt nichts Besonderes. Wenn es überhaupt kompatibel ist, das weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Sag mal, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, ich wollte die Etagen zählen. Ja gut, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Wir wollten... Ja, das sollte für ein... Ja, genau. Das sollte für ein einigermaßen ausgewogenes Lager reichen. So meine ich zumindest. Ich weiß auch noch nicht, das Lager machen wir nicht mit Truhen, ne? Das machen wir mit Storage Drawer, ne? Also mit diesen guten Dingern hier. Das sind Eichenholz-Truhenregale. Habe ich hier keine Storage Drawer? Ja gut, die sind drüben im Haupthaus. Also Haupthaus, das ist kein Haupthaus. Das ist unser Anfangshaus. Aber nicht das Haupthaus. So, ich würde sagen, wir latten das jetzt hier so. Mir fällt hier sonst nichts anderes ein. Und deswegen, ja. Hier müssen wir gucken, was wir hier machen. Nee, jetzt sag mir aber nicht, das ist verbrannt, weil wegen Kamin. Nee, dann steht bald das ganze Haus in Flammen. Weil, du musst bedenken, das ist ja eine Holzsäule, die geht durch. Dann haben wir hier bald nichts mehr an Holz übrig. Das ist ja alles irgendwie miteinander connected hier. Und dann ist bald das Schlafzimmer weg. Nee. Und das zieht sich ja dann auch runter bis in den Keller. Und vor allem hier, wenn das hier wegfackelt. Oder das hier. Ich weiß nicht, Truhen brennen die ab? Ich meine, die sind ja aus Holz, ne? Okay, bis in den Keller zieht sie es nicht, weil das ist nur diese... Ach doch, hier die ganze Decke wäre weg. Und somit auch das hier und dann... Ach, guck mal, ja. Ja, wäre schlecht, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich hoffe, das war ein Baufehler meinerseits und nicht, weil wegen... Doch, jetzt sehe ich es. Hier fehlen auch Blöcke. Oh nein, das Holz brennt ab. Okay, warte, dann muss ich es... Aber warum hier? Hier, ich meine, das war vorher so. Also, wie auf der anderen Seite. Aber warum das Holz? Warum nicht das hier? Ist das nicht viel empfindlicher? Ich meine, das ist Rohholz, unverarbeitet. Fängt das nicht rein logisch betrachtet viel eher also Feuer? Oder geht das nicht, weil hier Stein ist? Aber ich weiß warum. Die Carpenter-Blöcke zählen nicht als ganze Blöcke. Also irgendwie so in dem Dreh. Das heißt...
Das, der, ja. Ich sag dir, wenn das Haus hier irgendwann in Flammen steht, ne? Und aus dem Kamin einfach nur so eine riesige Menge an Asche hochsteigt und Rauch. Dann wissen wir warum. Ja, ich sag, ein Kamin in Minecraft ist immer gefährlich in einem Holzhaus. Oh, Hohaus. Das ist wie mit einem Steinwerfen in einem Glashaus. Da wirst du auch nicht glücklich von. So. Jetzt ist die Frage. Was machen wir? Dachchen. Ich glaube, ich mache gleich aber wieder eine Aufnahmepause. Ich bin jetzt schon wieder bei einer Stunde. Habe ich heute 2 Stunden Minecraft aufgenommen. Freue ich mich. Na, ihr. Kommt mal ran. Ja, wie gesagt, ich muss mir dann nochmal ein paar Pläne machen, was wir das nächste Mal bauen und so. Wir haben 51 Level, wir könnten uns auch dem Enchantment widmen. Das war Fehler. Wie man eine Geburt. So, Dachchen, einmal hier, liebe, liebe, zack, zack, bum, bang, einmal hoppi, galoppi. Lotti Karotti, das lustige Hasenspiel für Kinder. Lalala, lalala, einmal Liebe für alle, lalala, Zuckerbütchen, da kommt mal ran, lalala, mehr hab ich nicht, tschüss, bis nächste Woche. Da beschweren sich schon die ersten Nachbarn. So, ich komme hier tatsächlich nicht mehr raus, hab ich gut gebaut, nee, finde ich gut. Ich sollte mir mal, hab ich das zufällig dabei? Wir sollten Tore hin. Ich bin der Fest. Ach ja. Ach, guck mal. Ach, hier. Ach, guck mal. Muu, ja, ja, ihr mich auch. Ja, Mumu, ich bin einer von euch. Einer von uns. Einer von uns. Vor allem mit dieser göttlichen Musik im Hintergrund aus Final Fantasy X. Wir sollten Tore hin. Ach nee, das habe ich mal ausprobiert. Das sah scheiße aus. Naja, ich erinnere mich. So, meine Friends. Was ist hier eigentlich drauf, sag mal? Nix. Aber wenn man nah genug dran steht, dann fällt er nicht raus. Ich verstehe. Was haben wir denn hier? Stärke 1. Und deswegen habe ich den aufbewahrt. So eine Scheiße. So, warte, ich habe ja meine Sense. Wir gehen gerade. Oh, mal pennen, oder? Ah, Käffchen, let's go. Ist Montagmorgen, scheiße arbeiten, egal, aber aufs Feld. So war das früher. Freie Tage, Feiertage, Wochenende, das gab's da nicht. Ne. Guckst du, was? Das gab's da nicht. Ackern, ackern, ackern. Feiertage. Ja, hast den Tag freigenommen, wenn du nicht mehr laufen konntest. Ja, weil es nicht anders ging. Dann okay, aber ansonsten, ne, ist nicht. Freie Tage. Gibt's nur ne Scheiß. Ach, scheiße, stimmt. Die Bäume pflanzen sich ja neu ein. Wenn man die Setzlinge nicht einsammelt. Auto-Sapling. Oh, das habe ich vergessen. Ja, ich habe lange nichts mit Mods gespielt. Tut mir leid, ich vergesse nicht und so. IT nach Hause telefonieren. Was ist denn. Was bist du denn? Malle. Ach, geil. Ist eine Urlaubsblume. Okay. Finde ich gut. Nee, aber die Baum haben die. Warum haben sich jetzt die anderen Bäume nicht von selbst eingepflanzt? Okay, ich glaube, der ja. Beziehungsweise den habe ich gar nicht erst abgeholzt. Wir haben doch Auto-Sapling. Also, so heißt die Mod, glaube ich. Das heißt, eigentlich müssten die sich selber bepflanzen. Also, die müssten. Wenn die Saplings lange genug so liegen bleiben, auf Grasblöcken, dann. Pflanzen die sich ein, dann pflanzen die sich so ein, ohne dass man das manuell machen muss. Das macht es A, leichter, Bäume zu pflanzen, also Wälder zu züchten, weil da, du machst das hier, lässt die Saplings liegen, baust das Holz ab und gehst. Und die bleiben liegen. Aber andererseits, wenn du mal einen ganzen Wald abbauen willst, weil wegen Parkplätze und so, oder keine Ahnung, dann wird's schwierig, weil es werden immer Bäume nachpflanzen, immer. Du kannst nicht alle Saplings mitnehmen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Es sei denn, man ist natürlich sehr gründlich, ne? Das ist natürlich eine Sache des Betrachters. Ich habe kein Essen mehr. Aber ich meine nur. Ich pflanze die jetzt hier trotzdem ein, weil wir brauchen Holz. Ich brauche eine Baumplantage.
Bin ich ganz ehrlich. Ich hatte in der Streamwelt jetzt eine super Baumplantage. Bin ich ganz ehrlich. Die hat mir echt gut gefallen. Das war nicht mal gewollt. Also ich meine, ich habe einfach nur ein bisschen Erde geterraformt und so. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich brauche... Nee, Holz brauchte ich nicht. Ich habe da über 96 Eichenholz gehabt, getan, hab, irgendwie so. Nein, auf jeden Fall, ja. Ich habe da Bäume gepflanzt, das sah schön aus, dann war es nicht so leer. Ja, das war's. Das ist schon alles. Essen. Oh! Alter, das ist Schwein, ne? Cheeseburger, Alter. Wir ernähren uns hier echt mittelalterlich. Finde ich gut. Boah, was für ein riesen Baguette! Boah, Alter. Halleluja. Es ist ja. Gut, jetzt ist meine Frage, was haben wir denn heute gemacht? Also heute. Wir haben das hier ausgehoben, haben das Dach fertig gemacht, haben einen kleinen Kamin gebaut. Ja, und was kommt dann als nächstes dran? Ich glaube, ich müsste mal, seit langem muss ich dann mal wieder in meine Minecraft-Vorhabenliste gucken, was ich denn noch so alles bauen will, weil ich glaube, ich hier oben, ganz ehrlich, da machen wir dann was hin. Ich hake das jetzt einfach mal als fertig ab, weil ich habe absolut keinen Plan, was wir hier oben machen. Und ganz ehrlich, wir müssen ja nichts machen. Ich meine, es ist ein Bauernhaus, es ist verrottet und alt, vielleicht eine Diebe abgefackelt. Der Kamin brennt immer noch, das muss ja was heißen, ne? Vielleicht standen hier mal Truhen und die sind dann ausgezogen, ausgewandert, sind dabei gestorben. Irgendwie muss ja dieser Bauer, der hier drin gewohnt hat, auch irgendwie, ne, den Tod gefunden haben. Und vielleicht stand hier ja mal was, aber das ist halt eine Vergangenheit. Das ist, existiert halt nicht mehr. Gut, warum die Fackeln jetzt noch brennen? Ja, gut, das ist eine Frage, die stellen wir uns seit der Alpha in Minecraft. Also von daher ist das egal. Ach ja, stimmt, wir haben ja... Ach Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Hier wollte ich terraformen, ne? Hier sollten... Ja, die Unter... Ich wollte keine Stadt... Ja, ich wollte eine Stadt bauen, aber die Unterwelt... Okay, die Unterwelt soll ja eine technische Stadt werden. Ach, guck mal, hier ist noch ein Baum. Schön. Boah, oder wir machen hier was in unserem magischen Wald. So eine Lichtung oder so. Hatten wir hier nicht eine Lichtung, sag mal? Ich mach gleich Feierabend. Ja, alles gut. Ich weiß, ihr wollt alle pennen gehen und so. Ich weiß ja nicht. Nee, wenn diese Folge kommt, ist 15 Uhr. Da ist nichts mit pennen. Also bezweifle ich. Ich nehme das hier gerade um 8 Uhr abends auf, aber ist ja egal. Übrigens immer noch am 25.11., ne? Ich wollte es immer noch, ne? Weil... 19 übrigens, ne? 19. 25.11.19. Hier ist eine Lichtung. Aber die ist zu klein, um sie zu nennen, oder? Ich weiß nicht. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Schmetterling. Kaffberzen... Ja. Kann mir mal einer sagen, warum ich die Bäume nicht rund gemacht habe? Wo war das denn nochmal? Wo war das denn nochmal? Feather Foolish, ist richtig. Connect Grass Textures. Wie heißen? Hallo? Wie hießen die denn nochmal? Gibt es das in der Version nicht? Short Grass? Hä, jetzt ernsthaft? Leaves? Haben die das auch? Extra Leaves? Round Logs, das hieß Round Logs. Ich erinnere mich, aber warum gibt es das hier nicht? Hab ich die Mod gedowngradet? Habe ich eine falsche Version drin? Das kann sein. Kann durchaus sein. Das würde erklären, warum es so flüssig läuft. Trotz Shader. Weil die Mod, diese Better Foolish Mod, hat es echt in sich, muss ich zugeben. Das ist so eine Client-Mod und ne, die fügt Gras hinzu bei leeren Grasblöcken. So, hier diese Büschel. Dass die Blätter hier so fallen, dass die hier so... Ich warte mal. Ich kann es ja einmal demonstrieren. Kann ich das einmal aus? Nee, kann ich nicht. Das geht in der Version irgendwie nicht. Keine Ahnung. Hier diese Büschel, ne? Das fügt halt alles das hinzu. Aber die nimmt auch schon mal 20 FPS in Anspruch. Das macht die ganz gerne.
Ja, ja, die Mod ist böse. Nein, eigentlich ist die Mod cool, aber... Ach, guck mal hier, das ist ja schon fleißig am Machen. Das ist doch schön. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und in der nächsten Aufnahme... Ja, mal gucken, was wir da machen. Vielleicht ist die nächste Aufnahme auch schon in einer Live-Session. Das weiß ich nicht. Das könnte passieren. Das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ich, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Die Musik, komm, wir machen jetzt mal... Ja, es tut mir leid. Erstmal Piano. Ganz ruhig. Innehalten. Und jetzt einmal ganz in ruhig. In Ruhe. In ruhig. Digga, in ruhig heißt das. Bis zum nächsten Mal. Genieß den Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleib dran. Tschüss.